Neuer Freibetrag 44.590 Euro. Rentenbescheide sind falsch. Prüfen lassen. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Seit dem 28. März 2020 ist es amtlich. Der neue Freibetrag für den Hinzuverdienst zur Altersrente beträgt 44.590 Euro. Gilt er rückwirkend ab dem 1. Januar 2020. Und zwar für dieses gesamte Jahr 2020. Daher kann es wichtig sein, dass Sie jetzt Ihren Rentenbescheid prüfen. Es geht schlicht und ergreifend um Ihre Rentenhöhe. Viele Rentnerinnen und Rentner beziehen ja eine vorgezogene Altersrente, also vor der Regelaltersgrenze, und gehen noch arbeiten. Und dies entweder seit dem Jahr 2020 oder auch schon davor, 2019. Und der Hinzuverdienst war ja geregelt bis zum 28. März diesen Jahres bei einer Grenze von 6.300 Euro. Bis dahin war ja alles anrechnungsfrei. So. Was aber über diese alte Grenze 6.300 hinzuverdient wurde, wurde sozusagen von der bestehenden Rente abgezogen. Und zwar ist die Folge, dass die Monatsrente dann nicht als volle Rente ausgezahlt wird, sondern als Teilrente. Und das ist die Regelung, die wir eigentlich bis zum 28. März diesen Jahres hatten. Das heißt also, viele Rentnerinnen und Rentner wissen gar nicht, dass ihre bestehenden Teilrentenbescheide, also sie kriegen ja weniger Rente, als ihnen jetzt in Wirklichkeit zusteht, falsch sind. Denn es gilt rückwirkend der neue Freibetrag 44.590 Euro. Und wir hatten das ja schon mal in einem vorhergehenden Video dargestellt. Sie müssen ja, um über diesen Freibetrag hinwegzukommen, monatlich über 3.700 Euro brutto dazu verdienen, neben der Rente. Mit der neuen Freigrenze dieser 44.590 Euro gibt es auf einmal für die meisten Rentnerinnen und Rentner für dieses Jahr keine Anrechnung mehr des Hinzuverdienstes. Sie können de facto fast, wir müssen vorsichtig sein, grenzenlos nicht, aber schon unbegrenzt hinzuverdienen. Deshalb haben Sie einen Anspruch auf die volle Altersrente und zwar rückwirkend zum 1. Januar diesen Jahres. Sie müssen einfach, wenn das wirklich so ist bei Ihnen, müssen Sie einen Antrag stellen bei der Deutschen Rentenversicherung auf Prüfung, Neuberechnung der Rente. Unser Tipp, bevor Sie das machen, prüfen Sie Ihren Rentenbescheid. Ihnen kann viel Geld verloren gehen. Denn wenn Ihr Hinzuverdienst bezogen auf das Jahr 2020 nicht höher als diese 44.590 Euro sind, darf die Altersrente nicht gekürzt werden. Es betrifft nur die Altersrenten. Durch den neuen Freibetrag von 44.590 Euro bitte unbedingt prüfen Sie Ihren Rentenbescheid. Das ist das Wichtigste. Also schauen Sie bitte rein, ob Sie Ihre Altersrente ab dem 1. Januar 2020 als sogenannte Teilrente wegen Hinzuverdienst ausgezahlt bekommen. Wenn das der Fall ist, gucken Sie bitte rein, wie hoch Ihr monatlicher Hinzuverdienst ist. Das sehen Sie ja meistens auf Ihren Bruttoabrechnungen von Ihrem Arbeitgeber. Wenn das in der Gesamtsumme für dieses Jahr 2020 niedriger als die 44.590 Euro insgesamt sind, dann schreiben Sie die Deutsche Rentenversicherung an und fordern Sie eine Neuberechnung der Rente, Ihrer Altersrente zum 1. Januar 2020. Das Recht steht Ihnen seit dem 28. März diesen Jahres zu. Holen Sie sich bitte die nicht gezahlte Rente, die Sie seit dem 1. Januar diesen Jahres aufgrund der Teilrente nicht ausgezahlt bekommen haben, wieder zurück. Es gehört Ihnen. Und wenn Sie sich nicht sicher sind, Sie wissen ja, wo Sie, an wen Sie sich wenden können. Buchen Sie einfach und unkompliziert unsere Beratungsleistung auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.